Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ja, wir wollen gleich mal reinstarten heute, was so die Tagesenergiebotschaft für diesen Tag ist. Schauen wir mal, was möchte uns das Universum heute mitgeben, was wir beachten dürfen. Der bewusste Konsument. Na, diese Karte hatten wir ja nun auch schon wirklich oft. Du hast die Macht zur Heilung der Welt beizutragen, dank deiner Entscheidung, nur Produkte zu nutzen und Dienste in Anspruch zu nehmen, die ethisch vertretbar und umweltfreundlich sind. Als bewusster Konsument entscheidest du, dein Geld für Fairtrade-Waren und biologische Lebensmittel auszugeben, ein einfaches Leben zu führen, sowie nur das zu kaufen, was du brauchst. Ja, irgendwie haben wir diese Karte tatsächlich sehr, sehr oft aus diesem Orakel. Also, falls du die Möglichkeit hast, mit deinem Geld etwas Sinnvolles anzufangen, ist heute vielleicht gar kein schlechter Tag, um überflüssige Sachen nicht zu kaufen oder nicht zu bestellen oder nicht in Anspruch zu nehmen und vielleicht lieber stattdessen etwas zu unterstützen, zu wählen oder mitzunehmen, das sinnvoll ist für dich und die andere Welt. Definitiv ja, die Antwort auf deine Frage ist ein klares Ja. Also wenn du die Entscheidungsmöglichkeit hast zwischen einem guten Produkt oder einer guten Dienstleistung und etwas, was eher etwas zwielichtig ist, dann entscheide dich heute auf jeden Fall für den bewussten Konsum. Man sagt ja auch, jeder Stimmzettel ist ein Wahlzettel und im Endeffekt ist es so, wenn wir uns von all den schädlichen und negativen Dingen abwenden, die uns angeboten werden, dann werden sie irgendwann nicht mehr angeboten werden, weil keiner sie in Anspruch nimmt. So einfach ist das. Da ist dann die Nachfrage entscheidender als das Angebot, wenn wir bewusst sind und bewusst am Leben teilnehmen. Dann haben wir hier die Unschuld. Geliebtes Wesen, in Wahrheit ist jeder ohne Schuld, da niemand Gottes Meisterwerk der Perfektion verändern kann. Gib uns deine Gefühle der Schwere, damit wir deine Last erleichtern können. Überlasse uns jegliche Schuld, Ärger, Wut oder Schamgefühle, die deine liebevolle Sichtweise beeinträchtigen können. Genieße erneut den Frieden in deinem Herzen. Also auch falls du in der Vergangenheit irgendwelche Entscheidungen getroffen hast, vielleicht auch die mit Konsum zu tun haben oder generell mit irgendwelchen Verhaltensweisen, die dir an dir selber nicht gefallen, dann wisse, dass das alles zum Lernprozess dazugehört. Du musst dich nicht schuldig fühlen, nur weil du in der Vergangenheit es noch nicht besser gewusst hast, sondern du darfst jetzt wirklich positiv in die Zukunft schauen und sehen, was dabei herauskommt, wenn du dich selber von der Schuld entbindest und nicht in irgendwelchen negativen Glaubenssätzen über dich selber feststeckst. Dann hätte ich gerne jetzt noch eine Erzengelbotschaft. Was dürfen wir denn heute noch wissen? Upsala, zwei Karten. Schauen wir mal. Wir haben hier einmal das Mitgefühl. Erzengel Zadkiel sagt: Erweiche dein Herz bezüglich dieser Situation und aller Menschen, die darin involviert sind, einschließlich deiner eigenen Person. Heißt kein Mitleid, sondern Mitgefühl. Das ist eine ganz andere Schwingungsebene. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, dein Geld in teurere Produkte zu investieren, die vielleicht biologisch angebaut sind oder die Fairtrade gehandelt werden, dann ist das auch nicht deine Schuld. Dann ist das einfach den Umständen geschuldet. Du hast trotzdem die Möglichkeit, dich für Produkte zu entscheiden mit dem einfachen Leben, die einfach einen besseren Einfluss auf die Welt nehmen, als wenn du dich halt für Dinge entscheiden würdest, die offensichtlich schlecht sind für dich und andere. Dann haben wir hier noch das spirituelle Verständnis, eine Nachricht von Erzengel Raziel. Ich überbringe dir esoterische Informationen und Symbole, die dir helfen, spirituelle Wahrheiten zu verstehen. Also vielleicht siehst du auch Zeichen und Hinweise heute oder vielleicht wird deine Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt, das mit höherer Mathematik oder auch geometrischen Formen zu tun hat. Achte darauf. Das ist natürlich eine sehr individuelle Botschaft und muss jeder selber wissen, ob er damit etwas anfangen kann. So, dann werde ich nochmal zwei Karten aus dem Seelenforscher-Orakel nehmen, um mal zu schauen, ob wir vielleicht auf seelischer Ebene auch noch heute einen Prozess in Gang bringen können oder den Prozess unterstützen können, auf dem wir bereits sind. Hups, eine. Zwei, hups, nicht wegfliegen. Und drei. Also, eins, zwei, drei. Dann haben wir einmal den Sommer. Jetzt ist die Zeit, aktiv Pläne umzusetzen. Also vielleicht hast du auch schon einen Plan, wie du
dich etwas aus dieser wirtschaftlichen Misere herausarbeiten kannst, um an der besseren Welt mitzuarbeiten. Das könnte zum Beispiel sein. Dann haben wir hier eine Atempause. Es gibt jetzt nichts zu tun. Also vielleicht, das ist natürlich interessant. Wir haben hier den Sommer, es ist aktiv, Zeit, aktiv zu werden. Und dann haben wir den Hinweis, es gibt nichts zu tun. Entweder passt nur das eine oder das andere auf dich. Vielleicht ist es aber auch so, dass du deine Pläne bereits schon so weit vorangetrieben hast, dass du heute, genau jetzt, an diesem Tag nicht noch mehr machen musst. Vielleicht musst du morgen etwas machen, vielleicht gibt es generell etwas zu tun, aber du darfst dir zwischendurch auch Pausen gönnen. Du musst dich nicht in dem Versuch, dich selbst zu verbessern oder die Welt zu retten, erschöpfen, sodass du gar nicht mehr handlungsfähig bist, sondern du hast die Möglichkeit, sowohl Pläne umzusetzen als auch Pausen zu machen und das Ganze parallel bzw. nacheinander an diesem heutigen Tag. Und daran ist gar nichts Verwerfliches, wenn du mal das eine bevorzugst und mal das andere bevorzugst. Du musst dich nicht kaputt arbeiten, aber du solltest auch nicht zu faul sein und gar nichts mehr machen. Dann haben wir hier die Klarheit. Die Richtung zeigt sich dir jetzt. Also vielleicht musst du auch einfach noch mal einen Moment innehalten, um zu schauen, was du jetzt wirklich konkret machen kannst und was du jetzt wirklich konkret für Handlungsschritte überhaupt in Angriff nehmen möchtest oder auch kannst. Verschaffe dir erst Klarheit, warte vielleicht auch darauf, dass hier noch ein Zeichen auf dich zukommt, sodass du immer weiter in das Gefühl eintauchen kannst, wie die Welt wirklich ist und nicht, wie sie sein sollte oder wie du sie gerne gehabt hättest bisher. Vielleicht ist es an der Zeit, hier einen realistischen Blick tatsächlich auf das Geschehen um dich herum zu werfen und damit zu erkennen, dass all das, was du leistest in deinem engsten Umfeld, das Wichtigste ist. Denn wenn du es nicht schaffst, dein Zuhause zu einem friedlichen und liebevollen Ort zu machen, wie möchtest du es schaffen, die ganze Welt zu einem friedlichen und liebevollen Ort zu entwickeln? Es fängt immer bei uns selbst an und dann bei unserem nächsten Umfeld und zieht dann seine Bahnen in immer größeren Kreisen, wenn wir bereit sind, anzuerkennen, dass wir immer nur da wirken können, wo wir jetzt auch gerade wirklich präsent sind. Ich glaube, ich hätte ganz gerne noch eine Karte aus dem Engeltherapie-Orakel. Wie sieht es denn aus, wenn wir hier etwas straucheln, und zwar emotional, wenn wir das Gefühl haben, an irgendetwas schuld zu sein oder uns irgendwie strafbar gemacht zu haben im höheren Sinne, so im Karma-Sinne? Vielleicht hat der ein oder andere das Gefühl, einfach bisher schlechte Entscheidungen getroffen zu haben und sollte sich vielleicht davon lösen. Vielleicht haben wir hier noch einen Hinweis, wie wir das machen können mit diesem Engeltherapie-Orakel. So, schauen wir mal, was da sich noch so zeigen möchte. Oh, die lassen sich heute aber schwer mischen. Die wollen sich gar nicht zeigen. Huch, und dann gleich drei Karten. Na gut. Nehmen wir das so, wie es kommt. Die drei Karten nehmen wir noch und dann schauen wir mal, was sich hier so gezeigt hat. Also, wir haben einmal die Feen. Du hast eine starke Verbindung zu den Feen. Es ist Teil deiner Lebensaufgabe, Mutter Natur zu helfen. Ja, das können wir natürlich machen, indem wir bewusst uns gegen Produkte entscheiden, die super unnatürlich sind oder die die Natur ausrauben oder kaputt machen. Das zum Beispiel, wir könnten die Aufgabenfelder der Feen wirklich ehren und sehen, dass diese ganzen Wesen, die sich um die Pflanzen da draußen kümmern, einen wichtigen Beitrag leisten auf energetischer Ebene zum Wohlgeschehen auf der ganzen Welt. Dann haben wir hier die Eltern. Die göttliche Wahrheit ist, dass deine Eltern dich nach besten Kräften ewig lieben. Die Engel heilen dich von jeglichem Schmerz, der mit deiner Mutter oder deinem Vater assoziiert ist. Also vielleicht hattest du auch Eltern, die versucht haben, dir einzureden, dass du schuld an irgendetwas bist oder dir die Schuld vielleicht sogar gegeben haben dafür, dass sie ihr eigenes Leben nicht auf die Reihe bekommen haben. Bedenke immer, dass auch diese Erwachsenen keine Ahnung davon hatten, was sie da tun, selber traumatisierte Kinder waren und selber, naja, nach bestem Wissen und Gewissen quasi gehandelt haben in ihrem Rahmen. Ja, der Schmerz über diese Verletzung aus der Kindheit darf wahrgenommen werden, sollte aber irgendwann auch transformiert werden, indem wir halt, wie gesagt, auch unseren Eltern zugestehen, dass sie genauso wie wir an manchen Tagen einfach keine Ahnung hatten, was das Richtige ist und mit ihren eigenen Prozessen so verstrickt waren, dass sie uns vielleicht nicht besser lieben oder erziehen konnten. All diese Dinge dürfen vielleicht hier nochmal angeschaut werden auch. Und dann haben wir Erzengel Raphael, den wir auch gerade erst hatten. Der Engel der Heilung ist bei dir und hilft dir bei deiner Arbeit. Also geht es hier vielleicht nochmal darum, wirklich im höheren Kontext zu erkennen, dass alles, was bisher passiert ist, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo du gerade dieses Video hier schaust,
genauso war, wie es sein sollte. Ob es sich jetzt um dein eigenes Verhalten handelt oder um das Verhalten deiner Erziehungsberechtigten, das ist für jeden selbst überlassen. Vielleicht ist es auch ein bisschen was von beiden. Vielleicht hast du Verhaltensweisen übernommen, die dir heute nicht mehr gefallen. Und das kannst du jetzt transformieren und auflösen. Spüre wirklich in dich hinein, wo du noch mehr Mitgefühl haben musst mit dir selbst, mit anderen oder vielleicht auch mit Lebewesen, die vielleicht für die Nahrungsmittelproduktion verwendet werden oder so. Versuche Klarheit dir zu verschaffen, indem du einfach wirklich zur Ruhe kommst, dir eine Atempause gönnst und dann auch überlegst, was deine nächsten Schritte sein könnten, sodass du das auch dann in die Tat umsetzen kannst und das nicht nur als Hirngespinst oder als guter Vorsatz im energetischen Bereich stecken bleibt, sozusagen. Und dabei wünsche ich dir alles Gute. Ja, wenn dir die Legung gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über ein Däumchen nach oben. Falls du neu hier bist und den Kanal noch nicht abonniert hast, freue ich mich natürlich auch total, dich als neuen Abonnenten begrüßen zu dürfen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen früh wieder. Wenn du wissen möchtest, was ich sonst noch so mache, findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung alle nötigen Infos und auch die weiterführenden Links zu meiner Homepage, dem Online-Shop oder meinen anderen Social-Media-Kanälen. Genau. Gehabt euch wohl, macht das Beste aus diesem Tag und dann hören wir uns morgen früh wieder, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.